29, eine Minute, dann geht's los. Ich habe gerade was Neues geguckt im YouTube. Ich mach's mal laut. Ja, moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Nick Richter ist Ich freue mich, back. euch wieder begrüßen zu dürfen. Nick Richter ist zurück im Talsperren-Game auf YouTube. Wer Bock hat, schaut mal rein. Grüße gehen raus an den Nick. Das ist unser Running Gag, der ärgert sich immer. Kleinen Tipp, Nick. Kauf dir mal eine neue Kamera oder ein neues Objektiv, ein rauschfreies Mikrofon. Im Hintergrund ist ein Dauerrauschen zu hören. Das kommt vom Mikrofon, das sich nicht mit dem Objektiv verträgt. Hast du wenigstens was mitgenommen von deiner Video-Anfangseinsicht? So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Mittagstisch auf dem Place to Be bei NatureBits. Ich hoffe, euch geht's besser als mir. Ich habe heute einen Deckel gekriegt wieder, so richtig so Dampfhammer auf den Kopf. Das zieht mich immer runter. Ich habe gerade eben noch kurz vorher gedacht, komm, Mittagstisch lassen wir heute ausfallen. Nächste Woche fällt er auch aus, weil nächste Woche Mittwoch gibt es keinen Strom bei uns in der Halle. Wir kriegen einen neuen Unterverteiler gesetzt, komplett 2 Tage. Wird alles ausgebaut, alles neu eingebaut und da gibt es keinen Mittagstisch, so wie es aussieht. Und heute hatte ich auch keinen Bock fast, weil ich wollte eigentlich, habe ich überlegt, am Wochenende nach Emals Zwolle zu fahren. Ne? Ihr wisst, am Wochenende ist ja diese große Messe, wo wir aber nicht Aussteller sind, sondern eigentlich hatte ich überlegt, komm, Digga, steig in die Karre. Genau, ich hatte überlegt, ob ich nach Emals Zwolle fahre und am Samstag auf die Messe gehe, mir am Carpi-Stand richtig einen reinstelle, die Rüstung verbeule und dann abends mal einer zappe in der Stadt, schön ins Hotel und am Sonntag wieder heim. Aber eben gerade, wie ich mir so überlegt habe, komm, Digga, buch dir ein Hotelzimmer, hat mir mein Steuerberater die Rückfragen vom Steuerprüfer geschickt. Seit letztem Jahr nichts mehr gehört, jetzt hat er wieder ein paar Fragen. Jetzt muss ich 4 Jahre alte YouTube-Links raussuchen, um die mit den Reisekosten abzugleichen, ne? So, weißt du Bescheid? Muss ich selber mich erstmal sortieren, Digga, wo warst du denn vor 4 Jahren laut Reisekostenabrechnung irgendwo in Frankreich? Welches Video war denn wann dazu? Alter Schwede, ey. Und das ist nicht das Einzige, es geht noch eine Liste, die ist länger als der Mittagstisch. Aber wenn man sonst nichts findet, muss man halt an sowas rumsuchen, ne? So sieht's aus. Die Weste ist immer noch weiß. So, dann nee, Spiegelverkehr und auf dem Kopf. Auf dem Kopf auch noch? Nee, auf dem Kopf bin ich nicht. Auf dem Kopf? Ach doch, ihr habt ja doch recht, Meister. Ihr habt recht. Das hat wieder einer runtergerissen in meiner Abwesenheit. Guck. So sieht man wenigstens die Krone, ne? Hier. Das hat in meiner Abwesenheit einer runtergerissen, so wie der sowieso. Weißt du, und dann hat er es verkehrt rum draufgesteckt, wie ich mal wieder außer Haus war. So sind sie hier, die Mitarbeiter. So, also wir haben, nein, ja, da sieht man sich. Ostblock-Angler in Paaren sehen wir uns auf jeden Fall, ne? Ich wollte mal einsteigen und zwar wollte ich ja mich jetzt, ich habe mich korrigiert, ne? Ich weiß jetzt, wie man die Weightless Hookbaits ausspricht. Das heißt Weightless. Weightless, ne? Weightless Hookbait. Yeah. Back in the game. Jetzt habe ich es drauf, Meister. Tom Kreuzer, wir sind jetzt Friends. Okay, haben wir auch erledigt, Thema abgehandelt. Ich wollte ein paar Fragen mit euch durchgehen, bevor wir so ein kleines Hauptthema finden. Hat auch ein User mir geschickt, kann man mal drüber sprechen gleich. Und zwar der Daniel Rimpfel. Grüße gehen raus an den Daniel Rimpfel 16946925,8 vor 4 Tagen. Servus Jan. Könntest du bitte vielleicht einmal auf die Konservierung deiner Bollies eingehen? Können Karpfenkonservierer wahrnehmen? Viele Grüße. Ja, die alte Frage kehrt zurück, die sich seit 20 Jahren auf dem Markt wacker hält. Ich habe nichts gefangen, weil ich mit konservierten Bollies geangelt habe. So ein Shit. Nächstes YouTube-Video aufgemacht. Konservierte Bollies, da beißt nichts drauf. Sowas angeln wir nicht. Jo, Meister. Also, meine Meinung zu der Sache ist die, dass wir bieten ja dieses Freezer-Geschehen an, wir bieten gesalzene Boilies an und wir bieten konservierte Boilies an. Diese 3 Optionen haben wir nicht bei allen und wir schränken es auch weiter ein und wisst ihr auch ganz genau warum? Weil es im Verhältnis sich überhaupt nicht lohnt, Freezerbaits zu verkaufen. Also unsere Freezerbaits-Menge, die wir im Jahr verkaufen, wir haben das mal abgeglichen in unserem System, die ist so verschwindend gering gegenüber der riesigen Menge konservierter Boilies, auch im Verhältnis zu den gesalzenen Bollies. Also eine gesalzene Bollies stehen bei uns viel länger rum als konservierte, was ja schon mal eine deutliche Tendenz zeigt, dass A, deutlich mehr Kunden konservierte Bollies angeln wollen.
B, weil sie damit ja keine schlechten Erfahrungen gemacht haben. C ist das Handling, also es ist ja auch viel einfacher, alles zu handeln. Nur jetzt mal von da, jetzt unabhängig von meiner Meinung, ne? Ich meine, ich könnte jetzt wieder auf den Tisch hauen und sagen, ja Meister, ich erzähle dir irgendeinen Schwank oder irgendeinen Schmuh, den du dir nachher eh nicht glaubst, weil du dir dann wieder was anderes angeguckt hast. Aber das, was alleine der Markt bei uns kauft, in diesem Verhältnis, das ist halt wirklich so, ne? Diese Menge gesalzene und Freezer Baits ist so verschwindend gering gegenüber dieser konservierten Boilie-Menge, dass damit die Antwort eigentlich gegeben ist, dass es den Karpfen, also zumindest so in der Art, wie wir es konservieren, wie wir ja auch schon seit Jahren konservieren, den Karpfen furzegal ist, ob da jetzt Konservierer drin ist oder nicht. Ne? Also ich kann da meiner Meinung nach keinen Unterschied feststellen. Also wer das irgendwo feststellt und wie er das feststellt und was er da feststellt, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, will ich mich auch nicht zu äußern. Aber Fakt ist, ich fange meine Fische in den letzten 5 Jahren oder in, was weiß ich wie lange, grundsätzlich in meiner Angelei mit konservierten Boilies, genauso wie mit gesalzenen Boilies, genauso wie mit unkonservierten Boilies, ne? Konnte ich persönlich keinen Unterschied feststellen. Nur so am Rande. Was mir halt immer passiert ist, ist mit diesen unkonservierten, wenn ich mal Freezer mitgenommen habe, meistens war das dann so, weil wir für irgendwelche Kunden Freezer produziert haben und da waren dann da 2-3 Kilo übrig, dann habe ich die dann am Ende selbst verangelt. Und habe dann die irgendwann im Eimer mal im Bus stehen lassen und vergessen, was war das Ende vom Lied. Nach 3 Tagen waren sie grün und blau geschimmelt. Ne? So. Das ist eigentlich mit konservierten Boilies nicht das Problem mehr. Und von daher meine Meinung, wirklich nur meine Meinung, ohne irgendeinen Vorteil dabei riechen zu wollen, ich setze auf konservierte, der Einfachheit halber und einfach von der ganzen Sache her und glaube nicht dran, dass die Karpfen in irgendeiner Art und Weise das jetzt großartig auseinander selektieren können. Ne? So, es kommt natürlich auch immer dran oder drauf an, wie man konserviert und was man da macht. Und wenn man da natürlich schon weiß, wie es funktioniert, wo ich von behaupte, dass wir das wissen, dann gibt es da keine Einschränkung, warum man nicht mit den Boilies angeln sollte. Ja, Heckenkriechers Beste ist am Start. Da ist er gleich da, der Chris, weil er auch konservierte Boilies verkauft und bestimmt schon von seiner Feindeslust im Kreis. Du fängst nur nichts, weil du konservierte Boilies angelst, Meister. Nein, weißt du, was ich meine? Also ich mache mir das seit da über diese Sache sind wir auch hinausgewachsen. Also da nochmal drüber zu diskutieren, ob jetzt der konservierte und der unkonservierte Boilie sich in irgendeiner Art und Weise im Wettbewerb nachher gegeneinander ausgeangelt wurden. Ne? Das sollen die Karpfen-Nerds mal unter sich ausmachen. Wir sind normale Menschen, die angeln gehen und auch noch was anderes zu tun haben und die beschäftigen sich mit sowas nicht. Punkt. Strich. Fertig. Aus. So, dann wollten wir weiterschauen und zwar, der Florian hat ein Thema mir reingereicht, eine Frage, beziehungsweise ein Thema über Instagram kam das rein. Grüße gehen raus an den Florian. Frage: Tackle-Diebstahl in Frankreich. Allgemein deine Erfahrungen, lieber Jan. War da mal was? Ist da was? Was hat man zu befürchten, wenn man in Frankreich beispielsweise, ich will nicht Frankreich nur alleine einklammern, sondern auch so andere europäische Länder rundherum oder Deutschland allgemein. Was geht mit Tackle-Diebstahl? Besteht im Ausland eine Gefahr, dass man am Wasser überfallen wird? So, kann ich euch nur meine Erfahrungen wiedergeben. Ich war sehr oft im Ausland an verschiedensten öffentlichen Gewässern, in kriminellen Ecken, wo sich nachts irgendwelche komischen Menschen rumgetrieben haben. Für mich als Karpfenangler hat sich in dieser ganzen Zeit niemand irgendwie ernsthaft interessiert. So, ist meine Erfahrung. Ich kann das immer nur mal gehört haben, dass irgendwo irgendwer wem ein Reifenblatt gestochen hat oder eine Scheibe vom Auto eingehauen hat oder irgendwas, was ich aber jetzt nicht auf eine kriminelle Abzockerart runterrechne, sondern eher darauf, dass irgendwelche Leute sich am Wasser schlecht benommen haben und Angelkollegen oder andere Karpfenangler denen dann das Auto demoliert haben. Was ich aber jetzt nicht auf einen Überfall, mit dem Überfall vergleichen will, wo tatsächlich jetzt so ein Raubkommando kommt und dich beim Angeln nachts überfällt und dann Tackle abkassiert. Ne? Also das sind, glaube ich, 2 verschiedene Schuhe, die man auch unterschiedlich behandeln muss. A, Reifenblatt gestochen wurden mir auch schon, kann ich aber nach wie vor immer noch nicht sagen, ob das jetzt wirklich Karpfenangler waren oder vielleicht einfach nur ein saurer Einheimischer, weil ich da ein bisschen doof geparkt habe als Deutscher in Frankreich. Waren auch nur 2 Reifen, würde ich jetzt nicht behaupten wollen, dass das Karpfenangler waren, weiß ich nicht. Das war auch so das einzigste Mal, dass bei mir irgendwas kaputt gemacht wurde. Ansonsten habe ich noch nie irgendwelche Probleme gehabt und wurde
Wurde auch nie. Hi, grüße Angelina offiziell. Als Frau fühlt man sich im Ausland sicherer als in Deutschland. Ja, so wie beim Silvesterfeiern. Ne? Im öffentlichen Raum fühlte man sich im Ausland auch sicherer beim Silvesterfeiern. Wer weiß. Okay, ja, also das war so bis jetzt meine Erfahrung. Aber nichtsdestotrotz muss man immer dazu sagen, als Frau, gerade jetzt so wie die Angelina hier, denke ich mal, wenn man sich da, wir hatten das Thema ja damals auch in einem Video, wer noch mal reinschauen will, mit der Alina Hilgers, ne, Angeln mit einer Frau, die hat ja auch so ein bisschen darüber geplaudert, wie so ihre Einschätzung ist, alleine jetzt meinetwegen irgendwo am Fluss zu angeln, wo zig Leute nachts dran vorbeilaufen, als hatten wir ja auch schon, ist ein ganz anderer Zusammenhang, als wenn da so ein Trauns hockt, ne, so Qualo mit Oberarm und da vielleicht noch Louisville Slugger, der am Zelt lehnt, weißt du. Ist, glaube ich, eine andere Art der Sache, als wenn man als Mädel alleine angeln ist und da natürlich auch jeder vorbeilaufende Nichtsnutz meint, die jetzt anquatschen zu müssen, ne? Weil die hat ja da am Zelt auch nichts anderes vor, als auf irgendeinen wilden Karpfenangler oder anderen Angler zu warten, um dann den in ihr Zelt hineinzubitten und zu sagen, Kaffee ist schon warm. Weißt du was, ich meine, die will ja da, also das kann man natürlich schon, muss man natürlich auch mal ein bisschen so anders sehen, ne? Aber diese tatsächlichen Überfall, ich kenne eine Story, die kann ich ja mal erzählen, passt vielleicht ganz gut dazu, wird den Christian Wolf und den Benjamin Kessenich sehr freuen, wenn ich sie mal erwähne. Ich war damals nicht dabei, aber die zwei waren mal zusammen in Lyon angeln, ne, an einem öffentlichen Gewässer. Ich glaube, der Christian, nicht der Christian Wolf, sondern der Benjamin Kessenich hatte, glaube ich, Geburtstag. Die haben sich abends ihre Zelte so stehen gehabt, ne, so auseinander, haben da geangelt. Mit zwischen ihnen war so ein, also hinter ihnen war ein öffentlicher Weg, so ein Fahrradweg. Und auch so eine Mülltonne, so eine öffentliche, da so eine Kastenmülltonne, wo man, weißt du, so öffentlich seine Sachen reinschmeißt. Und die haben abends zusammen im Zelt gesessen am Geburtstagabend und haben gesagt, guck mal, hinter uns ist Feuerwerk. Extra für den Geburtstag ging es da ab, ne, schönes Geböller. So relativ lange auch, bis spät in die Nacht und dann hörte das wohl auf. Die haben sich dann irgendwann ins Bett gelegt, haben nur mitbekommen, wie hinter ihrem Zelten nachts immer reger Betrieb war. Also sind immer irgendwelche Leute vorbeigelaufen. Ne? Das war eigentlich nicht üblich, dass da so ein Betrieb ist, das hat die da auch so ein bisschen gewundert. Und am nächsten Morgen sind sie dann aufgestanden und rausgegangen und dann steckte in dieser Tonne, in dieser Mülltonne, eine Pumpgun und eine abgehackte Hand. Der Christian Wolf hat mir das damals schön erzählt. Grüße gehen raus, falls du es mal siehst. Und hatte da so ein echtes Trauma, ne, davon, diese Hand, die da drin steckte und die Pumpgun. Da ist denen halt erstmal bewusst geworden, dass das Geburtstagsfeuerwerk für sie, das vermeintliche, ein Bandenkrieg da in Lyon gewesen ist in der Nacht. Und die haben sich da wohl mit Pumpguns irgendwie über die Autobahn gegenseitig beschossen. Oder keine Ahnung, in diesem Bandenlieu da. Und ja, irgendwie haben sie dann einem noch die Hand abgehackt oder wie auch immer und haben den ganzen Seppel da in die Mülltonne gesteckt. Auf jeden Fall ist der, ich weiß nicht, ob der Christian oder der Benjamin war, wie sie dann sich morgens besuchen wollten, da an diesem Mülleimer gestanden. Ich habe dann gesagt, Meister, die Pumpgun hätte ich gleich mal verschwinden lassen, kann man doch immer mal gebrauchen. Ja, aber Bräunchen, bist du total wahnsinnig. Wir haben direkt abgebaut und sind nach Hause gefahren. Da kam dann auch die Polizei logischerweise und die haben halt gesagt, naja, große Nachforschung gibt es da nicht, das ist so ein Bandenkrieg halt. Ne? Also Pumpgun eingewickelt und Hand auch und adios. Nice. Ja, gell, die Story kennt der Rumän, ja, ja, das ist schon wild, ne, also da ist schon so, also es gibt schon Orte, aber wie gesagt, in dem Moment denkt man natürlich auch erstmal, wenn die da hinten rumlaufen und sich da so gesellen, ist, glaube ich, die einzigste Gefahr, die da in dem Moment entsteht, wenn du dann aus deinem Zelt rausgehst, ne, weil du einen Biss hast oder du gehst mal hier dich erleichtern am Baum und du läufst genau dem Typ vors Gesicht, der da mit der Hand und der Pumpgun steht, weißt du, so, und die da gerade so reinschmeißen will, ne. Ich glaube, dann ist die Situation gegeben, dass der vielleicht denkt, naja, jetzt hat er einen Zeugen, den lege ich jetzt auch noch um. Aber es ist nicht lustig, also das sind so die Gedanken, die einem dann da durch den Kopf gehen. Das ist, glaube ich, eher so die größte Gefahr, die ich mir mal so zusammengerechnet habe, dass du unverhofft Zeuge von irgendwas wirst, weil du da in der Natur bist. Und irgendjemand was entsorgt nachts oder irgendeinen anderen da, was weiß ich, kann ja passieren im Öffentlichen am Fluss oder so, ne? Ich habe das damals auch so mit dieser Route, das war übrigens auch die Frage von Florian, ich habe es ja in diesem einen Video da, wo ich mit Christian Wolf auch angeln war, erzählt, dass mir eine Route geklaut wurde. Aber das ist im Nachhinein, ist mir das dann auch so ein bisschen bewusst geworden, ich habe die da so alleine an diesem See stehen gehabt und da kamen dann halt irgendwelche Leute mit ihren Kindern so, auch so ein bisschen Banlieue-Typen.
so eine durchmischte Gruppe. Die sahen auch so ein bisschen so eher aus wie so Rapper, ne? So ein bisschen so in dem Style, aber nicht irgendwie gefährlich. Und ich glaube, dass die halt einfach die Route mitgenommen haben, weil die da halt so alleine gestanden hat. Die haben sich da gar nichts bei gedacht, weil der Bissanzeiger halt auch noch da war. Und ja, ne, so war das damals. Alter Schwede, ich muss mal das Telefon ausmachen hier, das geht einem auf die Nerven, ey. So, Telefon ist aus, bin wieder zurück. Der Mitarbeiter sollte es eigentlich mit sich mitnehmen. Ich lege mir es hier ins Büro, jetzt klingelt es beim Vater wieder beim Mittagstisch. So läuft es hier. Also wenn ihr mal wieder Bock habt, uns richtig zu tyrannisieren, dann ruft ihr beim Mittagstisch an. Okay, genau, ja. Ja, genau, das ist ja das, Max, weißt du, ich habe auch schon gehört, dass die XY-Gang irgendwo einem die Angelrute abgenommen hat und so. Also mir haben sie mal als, ich weiß es noch, wie ich glaube, da war ich 14 oder so, da war ich mit einem Kumpel hier bei uns in Hanau in der Kinzig angeln, da gibt es die krumme Kinzig, wer sich in Hanau auskennt, da ist auch so das Hochhaus, da ist so auch das Banlieue von Hanau damals schon gewesen und wir haben da unten halt rumgeangelt an der Kinzig und da kam halt auch so eine, Alter, was geht, Gang? Weißt du, schwör, Walla Deli und so. Und waren wirklich alle so und fingen uns an, so ein bisschen voll zu labern. Und der eine fragte mich dann, ob er mal mit meinem Mountainbike fahren kann. Und da habe ich gesagt, nee, das bleibt hier. Und dann hat der eine schon drauf gesessen und ist weggeradelt und so ging das, ne? Dann habe ich meinem Kumpel sein Fahrrad genommen und habe gesagt, du bleibst hier bei deinem Angelzeug. Ich bin dann denen hinterhergefahren. Dann kam ich an so einen Spielplatz raus, wo noch 30 von denen gestanden haben. Und da habe ich mit meinen 14 Jahren Eiern gesagt, ey, her mit dem Fahrrad, sonst rufe ich die Polizei. Und da waren sie auf einmal so mit Hut und haben mir das Fahrrad wieder übergeben. Da war die Sache auch erledigt. Ne? Das sind dann so diese typischen Aufreger. Ich weiß, damals, das ist auch schon 30, 40 Jahre her oder was, ne? 30 Jahre, da ist es noch alles anders gewesen. Heute hättest du wahrscheinlich gleich Butterfly-Messer gesehen, so hier. Oder eine Silvester-Rakete am Kopf. Keine Ahnung, ja. So, okay, also Florian, wie gesagt, ich kann da leider keine schlechten Erfahrungen mitteilen. Ein bisschen Abenteuerlust gehört beim Karpfenangeln, glaube ich, auch frei dazu. Wenn man jedem Abenteuer aus dem Weg gehen will, dann sollte man einfach vielleicht auch dann daheim bleiben. Ist so meine Meinung, ist alles ausschließen kann man nie, ne? Okay, weiter geht's. So, nächstes Thema. Der Frankenstefan hat gefragt. Servus Jan, Grüße gehen raus. Ein gutes Neues. Ich habe eine Frage. Gibt es dicken Mittelboilies in einer Mischtüte, wo sämtliche Größen drin sind? Was ist der Unterschied, wie die einzelnen Boilies von der Haltbarmachungsart angeboten wurden? Da ich jetzt beruflich bedingt jetzt nicht der Vielangler bin, maximal 20 Tage im Jahr, habe keine Lust, dass der geile Stoff kaputt geht. Anfüttern tue ich nicht. Okay, lieber Stefan, ja, wir haben diese Mischtüten nicht im Programm. Ich weiß, das gibt's, habe ich auch schon mal thematisiert. Aber wir sind im Moment immer noch froh, dass wir das ganze Programm, das wir hier so angezettelt haben, überhaupt stemmen können, ne? Das ist nach wie vor nicht die Thematik, dass wir zu wenig zu tun haben, sondern dass wir einfach zu viel zu tun haben und wir innerhalb so schneller Zeit in eine Dimension von der Umsetzung der ganzen Produkte und der Nachfrage, also Markus Sippel hat es gesagt, überfragt. Es gibt eben Boilie-Firmen in Deutschland, die sind überfragt. Also er hat das ganz gut definiert, hat wohl auch das damit zu tun, dass manche Messen von manchen Firmen nicht gemacht werden können mehr, weil einfach die zu viel Arbeit haben. Das betrifft uns ja auch. Also wir kriegen es ja einfach nicht geregelt, zum Beispiel jetzt diese Zwolle-Messe zu machen und gleichzeitig hier unseren Bestand aufzubauen, der fürs Frühjahr nötig wird. Das ist einfach ein Hintergrund der Überfragtheit. Ne? Das verstehen manche nicht. Die sagen, es gibt Firmen, die sind unterfragt, die haben dann Zeit, sich auf Messen zu stellen und das alles zu machen. Und es gibt einfach Firmen so wie wir, wo wir gar nicht wissen, wie schnell und wie wir unsere Regale regelmäßig auffüllen können und wie wir das alles handeln sollen, das Geld, was du auf der Messe dann umsetzt, auch nicht irgendwie ins Gewicht fällt in dem ganzen Jahresablauf, sondern eher die Aufwand, der dahinter steckt. Und deswegen habe ich dieses Thema ein bisschen abschweifen lassen, weil das damit zu tun hat, dass wir natürlich noch viel mehr Kombinationen machen könnten von allen Sachen, so. Das würden wir auch alles safe verkaufen. Ne? Wir verkaufen aber auch das alles schon sehr safe. Ne? Und das ist der Grund, warum wir manche Sachen so etwas zögerlich umsetzen oder auch erst verspätet irgendwann mal machen, weil es ist uns einfach noch mehr Arbeit und Lagerhaltung und beschert, unabhängig von der von dem Kundending, ne? Weil, weißt du hast ja das Problem, wir haben ja, guck mal, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm,
30 mm und noch 22er Dumbbells von dieser Sorte. So, wie mischen wir die jetzt? Ne? Machen wir die jetzt alle in eine Tüte gemischt, dann kommt einer und sagt, ich wollte aber keine Dumbbells. Der nächste will keine 20er, der will nur 16er und 14er gemischt, meinetwegen. Weißt du, wir kommen dann in eine Kombinationsmöglichkeit, da müssten wir wieder untereinander kombinieren und auskombinieren. Das ist manchen ja nicht bewusst, wie das dann abläuft. Du hast dann statt jetzt diesen sieben verschiedenen Verpackungseinheiten, die du da lagerst, ne? Plus die gesalzene Variante, nochmal sind wir schon bei, wie gesalzen haben wir keine Dumbbells, aber 20, 24, 30, 16, sind wir schon bei 11 verschiedenen Verpackungseinheiten, die wir lagern. Kommen jetzt noch die Mischtüten in Variation hinzu, dann ufert das dermaßen aus, dass es einfach verrückt wird. Ne? Weißt du, was ich meine? Und deswegen machen wir immer das so, wie es ist. Aber genau, 50 mm fehlen uns auch noch im Programm. Ja, Digga, und 40 mm und noch davon Dumbbells. Edges und plattgedrückte. Ne? So, ihr lacht, das würden wir auch alles verkaufen. Verstehst du? Ihr lacht, das würden wir alles verkaufen. Das würde auch gehen, aber im Verhältnis. Das ufert aus. Okay, also das ist der Grund, warum wir das nicht gemacht haben. Und ich bin mir auch sicher, wenn wir von den dicken Mitteltüten jetzt nur 1 Kilo Varianten oder 0,75 Kilo verkaufen, würden das auch noch alle kaufen. Ist nicht die Frage, aber irgendwo musst du dich mal festfahren in deinem System. Du musst mal dein System aufbauen. Du musst das auch durchziehen und nicht immer wechseln, weil irgendeiner irgendwo was anders macht. Dann gleich da auf diesen Zug aufspringen und der macht es dann wieder so. Dann springst du auf den Zug und guckst immer so wie reptilmäßig so im Kreis, weißt du, so im Internet. So, wer macht was anders? Ich muss alles von allen machen oder ich kombiniere einfach von allen alles zusammen. Und nein. Schluss jetzt. Wir machen das so, wie wir es machen und das funktioniert auch schon ganz gut. So, aber trotzdem vielen Dank für die Frage. Ja, also du weißt doch, was deine Kunden haben wollen. Also, genau, der Kunde ist schließlich König. So sieht's aus. Nein, bei uns sind die Mitarbeiter König und die Abwicklung vom ganzen Geschäft und der Kunde natürlich auch, aber wir müssen es immer gemeinsam miteinander kombinieren. Ne? Wir lassen uns jetzt nicht von einem runterputzen, weil er meint, er findet seine Verpackungseinheit nicht bei uns im System. Ne? Also, ein Schluck ist genehmigt. Bester Kaffee der Welt. Verkaufen wir übrigens auch sehr gut. Mussten heute Kaffee wieder neu bestellen. Ja, in Berlin, denke ich, werden wir unsere Karpfen auch Karpfenhaken dabei haben. Genau, die werden wir dann wieder haben. Ich habe eben gerade die ganzen Vorauszahlungen für die Einfuhrumsatzsteuer, Zoll, Handling und Pauschale an FedEx gemacht. Waren, glaube ich, 6.000 Euro schon wieder jetzt. Nur Einfuhrumsatzsteuer, bla bla bla, 6 Mille. Gerade zu einer Jahreszeit im Januar, Junge, erstmal wieder in die Hände gespuckt. Ein Sechser weg. So, das ist ja schon, die ganzen Haken bezahlt, sind ja auch alle schon bezahlt, ne? Alles schon bezahlt. Und noch keiner verkauft, alles vorfinanziert. Und jetzt kommt Vater Staat um die Ecke und sagt noch bitte Steuervorauszahlung, auch noch obendrauf. Und noch das Lager versteuern vom letzten Jahr, ne? Weil wir ja Lagerbestand haben, bilanzieren, wer sich auskennt, weiß, was ich meine. Je mehr Lagerbestand ist wie Bargeld, musst du auch versteuern, obwohl du es noch nicht verkauft hast. So, und dann saugen sie dich leer wie so eine Badewanne. Weißt du, wo unten schon der Strudel zu sehen ist, so. Und wenn du dann jetzt so den letzten Tropfen in der Badewanne festhältst, ist alles fort. So, eine Sache hatte ich noch, glaube ich, und zwar der Lutz Rehling. Grüße gehen raus an unseren treuen Freund Lutz Rehling. Moin Jan, wo ist eigentlich der Philipp abgeblieben? War doch eigentlich immer ein Busenfreund von dir. Ja, ist er auch immer noch. Der Philipp ist gemeint, Kollege, mit dem ich mir mal an solchen Paylex gewesen bin, letztes Jahr und vorletztes Jahr. Super Freund von mir, den gibt's noch, alles safe mit ihm, nur der Philipp ist kein so Karpfenangler, so dass er da das ganze Jahr mit der Rute irgendwo lauert, sondern der geht so sporadisch immer angeln. Der ist Jäger, ne? Also der geht extrem viel jagen, überall im In- und Ausland und hat auch einige Sachen zu betreuen, Reviere zu betreuen, mehrere und Forstwirt und ach, hat da sehr stark eingebunden, da will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Da gibt es schon andere Sachen zu tun, als nur Karpfen zu angeln. Und er hatte auch an unserer Weihnachtsfeier, hatte ich ihn eingeladen, aber er konnte auch wieder nicht kommen. Der hatte irgendwie auch gerade Corona und hin und her. Also den werden wir auf jeden Fall wiedersehen. Wir haben gestern telefoniert und wollen dieses Jahr auch wieder zusammen irgendwas machen im Frühjahr. Schön irgendwo uns einen schönen See rauslassen. Einfach mal wieder ins Frühjahr reinangeln und davon natürlich auch ein Video produzieren. Ne? Der Herr aller Biester wird auf jeden Fall dabei sein. So,
keine Felgen für den Lambo, nee, leider, da fällt alles aus. Ich musste gerade auch, ach, hör auf, ey. Ich musste, das Finanzamt hängt sich ja immer an den gleichen Sachen auf. Die Steuerprüfung ist ja wild. Ich hatte ja damals, wo das, zu den Jahren, wo die da rumprüfen, hatte ich einen Audi A6 Diesel und den hatte ich natürlich in der Bücher drin und da habe ich das Fahrtenbuch erst im Sommer angefangen zu führen. Jetzt brauchten sie dann natürlich auch den Bruttolistenpreis, um mir die 1% Versteuerung abgleichen zu können, die wir auch getan haben. Aber wer weiß, vielleicht hat das Steuerbüro hat vielleicht nur 5.000 Euro weniger angesetzt, als der tatsächliche Bruttolistenpreis dann war. Und das wollen die jetzt wieder abgleichen. Vielleicht finden sie ja da auch nochmal 200 Euro. Ah, und mal da ich ja zum Schluss, ne, lustig, ich habe ja ein Betriebshandy, ne? Ich habe nur ein Telefon, ne? Ein Handy. Eins, ne? So wie ihr auch. Ich habe ein Handy und das läuft bei mir in die Firma. Nutze ich aber auch privat. Wollen sie jetzt auch pro Jahr 400 Euro Privatnutzung ansetzen? Da habe ich gesagt, ja, wie können wir das umgehen? Indem wir ja noch ein zweites Telefon holen mit einem eigenen Vertrag, der nur betrieblich genutzt wird, ne? Ja, wie wollen sie dann rausfinden, dass ich betrieblich nicht telefoniere, sondern auch ab und zu mal doch wieder privat mit dem Betriebstelefon? Muss ich dann eigentlich ein Fahrtenbuch fürs Telefon führen oder wie läuft es dann? Also es ist schon echt, als ob die einen wegen diesen 400 Euro, jetzt Entschuldigung, das hört sich für normal, also für eine Firma, Alter, 400 Euro im Jahr, ist doch scheißegal, die zu versteuern als eigener Anteil, da bleiben dann, was weiß ich, 220 Euro übrig, die dann da noch oben drauf gehauen werden. Alter Schwede, bei diesen Steuersummen, wo du dir jedes Jahr hier ein Haus kaufen könntest von, da fangen die mit 200 Euro für so ein scheiß Telefon an, was du privat nutzt, mal abends, ne? Ja, wo habe ich es denn privat genutzt? Ich habe abends auf der Liege gelegen und habe eine Instagram-Story gemacht. Ja, ist das Business oder nicht? Also geht's nur, wenn du dir noch ein zweites Telefon besorgst auf die Firma. Zweiter Vertrag, kostet wieder nur Geld, das ist doch unnötig. Statt dass die einfach mal sagen, komm, lass gut sein, die 200 Euro da geschenkt, Junge. Ich verstehe dieses Land einfach nicht, ey. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist einfach katastrophal. Es nervt einen, weißt du? Ja, Angelina, ja, es ist so, weißt du, das sehen ja die normalen Angler nicht, ne? Die sehen das nicht. Wenn du normal Angestellter bist, ist alles abgezogen, ne? Alles safe, alles weg, ciao, du brauchst dich um nichts mehr kümmern. Kirchensteuer ist auch schon weg, zahlt dein Chef. Ey, ich muss mich hier für einen Scheiß rechtfertigen in diesem... Da hast du manchmal keine Lust mehr. Meinst du, ich hatte Lust, Mittagstisch zu machen, wenn das in deinem Kopf rumgeht? Ja, ich erzähle auch gerne mal was abseits vom Angeln, ihr wisst es, ne? So, da lernt man ja was fürs Leben. Also, wenn du dich mal irgendwann hast vor, selbstständig zu machen, schau dir ein paar Mittagstische an und du wirst dann irgendwann, wenn du es mir nicht glauben wolltest, sagen, es ist ja noch viel schlimmer, als der Brauns es je gesagt hat. So. Liebe Freunde, gleich ist es 12 und ich kümmere mich jetzt um die weiteren Abarbeiten der To-Do-Liste für meinen Steuerberater. Ich wünsche euch was, wünsche euch viel Spaß in ehemals Zwolle, den Bosch, falls ihr hinfahrt. Wir sehen uns nächste Woche leider nicht, weil Strom abgestellt ist. Aber am Wochenende ist safe, gibt es unser Video. Es ist fertig geschnitten, muss nur noch beendet werden. Könnt ihr euch amüsieren in diesem Sinne. Danke, dass ihr alle dabei wart. Schönen Tag euch allen. Wo geht's aus? Hier geht's aus. Nice. Ciao.